Die Olympischen Spiele in Russland und was sie mit der olympischen Idee zu tun haben, das kommentiert jetzt Florian Bauer vom Westdeutschen Rundfunk direkt aus Sotschi. Das UFO ist gelandet. Wie ein UFO wirkt Olympia nämlich hier rund um den Olympiapark in Sotschi. Fremd, unglaublich und irgendwie ziemlich beängstigend. Nicht wegen all der Sicherheitsmaßnahmen von Kriegsschiffen bis zu Flugabwehrstellungen. Vieles davon ist heute, um das ganz ehrlich zu sagen, bei jedem Großereignis dieser Art ziemlich normal geworden. Nein, seltsam beängstigend sind diese Olympischen Spiele für mich vor allem, weil sie so vieles, wofür Olympia stehen könnte, nicht einlösen werden. Wo ist der Sinn, an die 50 Milliarden Euro auszugeben, um ein Sportereignis auszutragen? Mit Nachhaltigkeit hat das wenig zu tun, auch wenn die eine oder andere Straße, das Wintersportzentrum in den Bergen oder zwei von viel zu vielen Olympiastadien und Hallen am Ende doch noch genutzt werden können, oft auf Kosten der Umwelt. Wo ist die Menschenwürde, von der die Olympische Charta schon in der Präambel spricht, wenn Arbeiter der Olympiabaustellen zu Tausenden nicht bezahlt werden, das Internet zensiert wird, Homosexuelle diskriminiert werden, sodass selbst der Generalsekretär der UNO heute offen wie selten seine Stimme erhebt. Das Internationale Olympische Komitee hat eine Verantwortung. Hat eine Verantwortung für dieses Produkt Olympische Spiele, das so viele Zuschauer lieben. Diese Verantwortung hat das IOC mit seinem ehemaligen Vize und jetzt Präsidenten Thomas Bach nicht wahrgenommen. Die Sportfunktionäre haben den Sport längst aus den Augen verloren. Das ist bitter, auch für die vielen freundlichen Menschen hier in Sotschi und für die Sportler, für die Olympia der große Traum ist. Was bleibt, ist ein UFO mit all seinen Nebenwirkungen vor, während und nach Olympia.